Folge Let's Play Ticket Light. Es waren 64 Stacks Cobblestones für einen Diamanten. Also 60 Stacks Cobbles für einen Dings. Und nein, das mache ich jetzt noch nicht aus Vorleid. Ich werde jetzt einen Goldbarren aus der Truhe holen. So. Ich habe immer noch viele Chipback-Bugs. Ich verstehe immer noch nicht. Muss ich wahrscheinlich gleich wieder auskommen. Erstmal Tüte machen. So. Da wird doch das Eis noch angezeigt. Ah, jetzt auch. Da nicht. Aha. Oder, Moment. Das wird auch angezeigt. Gut. Dann muss das auch wieder rausgepumpt werden. Wir arbeiten mal munter weiter. Dann ist das hier beim einen schon fertig. Doch mal einfach rechts ist fertig, ja, rechts ist fertig und links muss das noch in den Induction Furnace. Das muss wieder von oben reingeleitet werden, also so. Dann muss das wieder hier vorne rausgesaugt werden. Also, nein. Dann hier, da muss der noch eingestellt werden. Dann machen wir das mal so. Und Moment, nicht, sondern wir machen es. Das funktioniert, oder? Überprüfen wir mal kurz die Laufbahn. Kommt hier mit da rein. Verdammt. Überprüfen wir nicht die Laufbahn. So. Kommt hier mit da rein. Kommt Eisenerz raus. Das wird hier macerator. Macerated. Dann hier gebrannt. Dort mit den Minions hier drin und Crafting Table Eisen gewandelt, wird hier nochmal gebrannt oder nicht gebrannt und dann wird das hier weitergeleitet. So, kurz was trinken. So. Dann haben wir hier Redstone, kann weitergeleitet werden und Zinn. Bei Redstone einfach mal auf dem Boden, also so. Kann einfach ohne Probleme weitergeleitet werden. Dann habe ich hier das und dann haben wir hier Zinn. Zinn muss einfach nur geschmolzen werden. Das können wir direkt hier reinleiten und wieder rauspumpen. Redstone Engine. Ja, aber nicht dahin, zeigt dahin. Und schon haben wir das auch. Den Strom müssen wir später machen. Dann haben wir auch noch genug Platz, hoffentlich. Und dann ist hier die Mitte, also hier dann der ganze Schrott auch hinterher wieder raus. Da. Damit ich schon mal einstellen kann. Daraus, da. Das rauskommen. Da kann was spawnen. Einfach halt, dass der Gedanke abgeschmiert ist. Hoffentlich sind jetzt die Texture Pack Bugs weg. Mal gucken. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier beim Zinn, ne? Ja. Ausgepumpt, genau, wir hatten Obsidian. Das war unser Fehler gewesen. Ich hoffe, es stützt jetzt nicht nochmal ab. Scheiße. Was wollen. So. So, kann noch was spawnen. Kann da oben drauf im Ernst was spawnen, wenn ein Schalter steht? What the fuck? Nein. Wir machen jetzt aber überall Fackeln drauf. So. Ich will die Fackeln hinterher nochmal abbauen und ordentlich setzen. So kann man es ja niemandem anbieten. Weg. Dann muss ich mal hier eine Fackel machen und dort eine Fackel machen. Da eine Fackel machen und muss hier trotzdem eine Fackel. Scheiße. Egal, das machen wir eh später. So. Was ist das hier? Rubber. Da müssen wir
ganz einfach den Simplifuge-Tractor dorthin und dann bei allen anderen Sachen dort, da, Hebel drauf, Hebel drauf und weiterleiten. So, dann haben wir jetzt da. Das ist ja egal. So. Wir haben Kupfer, richtig? Ja, Kupfer. Einfach durchbrennen. Heißt da das drehen und nein. Schalter drauf. Goldleitung dahin ziehen, fertig. Ja. Kann sein, aber Regeln nach Pflicht hatten wir so abgesprochen. So. Kann natürlich sein, dass Philipp das nicht wusste, weil er einfach später zugekommen ist. Daniel musste es wissen, Daniel wusste es auch. Aber er hat es trotzdem gemacht. Anscheinend geht das aber nicht. So, ich brauche noch mehr Farbe. Ist mir gerade so aufgefallen. Ein paar. Ich habe 32 Stück. Die sollten reichen, hoffentlich. Aber ich mache einfach einen Stack. Muss aber nicht reichen. Schuld, ne? Dann ist der das halt schuld, ja. Ich dachte gerade jetzt, dann ist das halt schuld. Hab ich zum Glück nicht. Ein bisschen nicht nett. Das ist Daniel. Ist das hier richtig? Ja, ist richtig, okay. Dann, das war jetzt immer Glas, okay, Glas. Glas ist ja ganz einfach. Was hier? Mich sehr wenig mit AKW aus. Ich weiß nur, dass explodiert dann bumm, tot. Und es gibt Essen bei mir. Bedeutet, muss essen. Also Leute, bis gleich. So, bin ich wieder jetzt, nachdem ich gegessen habe. Ach, verdammt. So, was war denn drin? Kohle. Heißt Macerator. Wo sind die, dass der Nacken drin ist? Und hier habe ich jetzt irgendwo Messwerte benutzt, wo ich keinen benutzen musste. Das ist ein Induction Furnace. Mit dem brauchte ich auch hier. Hier habe ich Messwerte und Messwerte. Induction Furnace. Induction Furnace. Induction Furnace. Iron Furnace? Ich glaube, hab ich da eine Maschine drin gelassen. Motor. Hä? Ich habe mich schon gefragt, warum das so hell ist im Moment. Doch, ah, okay. Doch, das ist so rum, ne? Ja. Aber wo ist jetzt der Motor mit Macerator? Wo? Habe ich doch. Ich hatte doch einen gemacht, oder? Hab ich einen gemacht. Ein Induction Furnace. Da. 405 Induction. Das ist auch ein Induction Furnace, oder? Ja. Hm.
habe ich einen Notary Macerator anscheinend zu wenig gemacht. Wort. Okay. Vielleicht zu Hause reingetan. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ist hier noch hier drin? Nach. Da war jetzt auch keiner mehr auf dem Server drauf. Oder? Ah, ich habe die auf Z. Gut, dann gucke ich mal hier. Rotary. Habe ich auch nicht mehr hier drin. Hier drin. Anscheinend. Guck mal hier wieder ein bisschen Höhenmeter. Habe ich den nicht richtig gecraftet. Habe ich hier noch einen Maschinenblock in Advanced. Malen immer hin. Dann Plate. Dann Alloy. So. Dann brauche ich noch einen Macerator. Habe ich auch nicht mehr. Zwei Cobblestone, drei Flint. Ein Electronic Circuit. Und was noch? 7 Fat Iron. Nein, zu viel. So, dann bauen wir das Ganze zusammen. Hier den Maschinenblock und die beiden Cobbles. 3 Feuersteine. Electronic Circuit haben wir den Macerator. Dann bauen wir kurz den Advanced Maschinenblock. Mit dem Macerator. Mit dem Fat Iron haben wir dann einen. Rotary Macerator, okay. Wenn einmal ohne weg war. Weil ich den nicht gecraftet habe. Komisch. So. Haben wir jetzt auf jeden Fall. Also. Wo bin ich da hin? Ich brauche ja Kohlenstaub, ne? Ja. Dann so, so. Umdrehen. So. Kabel. Nicht. Wieder weg. Jetzt gucke ich noch mal ganz kurz die Leitung nach. Hier kommt ein Achtel hin. Das wird dann hier in Kodo crafted, hier macerated, hier rausgepumpt, bla bla. Hier kommt ein Achtel hin. Hier wird Glas gecraftet. Da rein weg. Das hier werde ich übrigens noch verändern. Dass hier mehr, prozentual mehr nach da und mehr nach da geht. Wisst ihr, was ich meine, hoffentlich. Da wird das da rein, da raus. Richtig. So, genau, dann brauche ich jetzt nur noch die Hebel dran, oder? Duction Furnace für Zinn. Hier ist Redstone. Goldeisen. Ich werde wahrscheinlich gleich mal kurz mit dem Taschenrechner ausrechnen, wie viel Prozent nach wo müssen und wie viel Leitung ich dann so wegmachen muss. Damit ich das genau habe, damit der niemals zu viel und niemals zu wenig ist. Aber dann muss ich hier hinten. Ich schalte mal hier hin. Von hinten kommt einfach der Strom. Oder der kommt hier von der Seite. Ist billiger, oder? Wenn ich hier hin. Dann eins. Oder hier ist billiger. Hier. Mit Kabel, ja. Dann mache ich den immer von der Seite. Ich spart hier ja auch keine Kabel. So, dann kommt der Strom immer von der Seite. So. Kommt der hier auch von der Seite. Machen wir hier nochmal einen Hebel drunter. Ich hoffe, die arbeiten, wenn der Hebel da ist. Ich hoffe einfach mal. Ich bin mir da noch nicht mal sicher. Kann es nicht sein, dass die nicht funktionieren, wenn da kein Hebel dran ist? Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Oh man, hier geht das nicht anders. So, weil jetzt können wir ganz kurz ausprobieren. Die Craft, wenn ein Hebel dran ist. Also ein aktivierter Hebel dran ist. Das war ganz einfach. Der hier. Ups. Was ist denn hier los? Wie die Glocke denn immer? Ich stehe jetzt auf. So, das
beim Boost rein. Prüfen wir das nach, wenn ich da jetzt einen Hebel drauf mache. Guck mal, da ist ja ein Hebel. Aha! Waffelt nicht, wenn der Hebel in einem Modus ist. Das war's aber erstmal von dieser Folge. Let's Play. Wenn sie gefallen hat, lasst euch eine Pussewertung da und tschüss.